Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Quest 7 Verhault Strikes Back. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir gehen jetzt mal in die Mine rein, mal sehen, ob wir da noch irgendetwas finden. Und ja, wie jetzt, da findet man schon mal auf jeden Fall Kabel. Das kommt mal mit. Und einen gigantischen Bohrer. Okay. Weiter geht's. Mit denen können wir wahrscheinlich nicht reden. Oh, da ist Finkel. Ach, und das sind die... Nee, nee. Diese Sternbänder da, mit denen sie kontrolliert werden. Ah. Wir brauchen einen Schlüssel. Ja, zwei Schlösser brauchen wir hier. Da haben wir zwei Schlösser dran, okay. Wo kommen wir da hin, wenn wir da runter gehen? Ah, jetzt kommen wir hierher. Können wir hier irgendwie noch irgendwas machen, hier unten? Ne, dann kommen wir einfach wieder zurück. Das ist wahrscheinlich wichtig, sobald wir... Wahrscheinlich der, wie heißt da, Nastu-Dingsbums, hat wahrscheinlich eine. Vielleicht können wir, ja, gehen wir erstmal ins Labor. Ja, der Vogel könnte uns was mehr sagen, wahrscheinlich. Da ist nix. Ja, den können wir nach dem Schlüssel fragen. Ist in. Wir müssen irgendwie diesen Vogel da wegkriegen. Der arme Vogel. Naja. Also da müssen wir den Vogel fragen. Dazu muss der eine Vogel weg sein. Hm. Haben wir da irgendwas um den Vogel? Nee, ich glaube, da haben wir nicht wirklich was. Ich kann ja nicht den Blanka da mit dem benutzen, oder? Also den, ach, wie heißt das Ding in Deutsch? Den Pümpel mit benutzen. Ja. Nee. Nee, das geht nicht. Und ein Hals umdrehen geht ja auch nicht. Dann wird gleich der Dings gerufen. Moment. Was ist mit dem Garbage? Ah, Bananenschalen. Er sagt uns auch nicht mehr, das war aber auch zu erwarten. Bananenschalen. Und an das Ding kommen wir auch nicht ran. Hm.
Was machen wir mit der Bananenschale? Was machen wir mit Kabel? Da war ja nicht wirklich was, was wir machen konnten. Ich denke, auch da werden wir wahrscheinlich das Ding brauchen, aber nicht diese Bananenschale. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den brauchen. Gehen wir nochmal da hoch. Ist da oben vielleicht doch was? Nicht gerade. Gerade hänge ich ein bisschen. Können wir hier das Kabel benutzen? Die Hammer können wir ja auch nicht benutzen. Nee. Kabel können wir nicht benutzen, deshalb. Den Löffel wahrscheinlich auch nicht. Nee. In seinem Büro ist es zwar ja auch nichts mehr. Ja, jetzt hänge ich gerade total. Blanka. Kann man die Sachen miteinander verbinden? Nee. Können wir. Ich bin gerade etwas ratlos. Ich bin etwas ziemlich ratlos. Du hast auch nichts mehr zu sagen, oder? Nee. Die Wachen da haben auch nichts zu sagen. Können wir eigentlich das Funkgerät nochmal benutzen, um Beatrice zu rufen? Nee, geht auch nicht. Da ist ja auch nichts mehr drin. Ich glaube, ich muss mal eine kleine Pause machen und nachschauen, wie es weitergeht. Ich stehe nämlich total auf dem Schlauch. Außerdem muss ich wirklich eine Pause machen, weil ich gerade so wohin muss. Kleiner Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das war jetzt gerade etwas wirklich dringend gewesen. Und ich habe auch mal nachgeschaut, wie es geht. Aber ich ist tatsächlich nicht auf die, nicht in 100 Jahren drauf gekommen. Und zwar der General war es, glaube ich, schaut ja hier Fernsehen und das müssen wir verhindern. Und das müssen wir bei der Antenne hier machen. Wir müssen seinen Empfang stören und das können wir mit dem Walkie-Talkie. Ich weiß zwar nicht, warum er sagt, es hat vorher geklappt. So, jetzt müssen wir nochmal raus und dann nochmal rein und dann ist er da. Jetzt soll er da oben arbeiten. Und jetzt soll man quasi die Fessel benutzen. Thank you.
Okay, so habe ich es eigentlich jetzt verstanden gehabt, dass wir den... dass wir den hier festbinden müssten. Haben wir irgendwie was verpasst? Habe ich irgendwie einen Gegenstand verpasst? Manakel, ja, da hieß es eigentlich. Ach, weil das Manakel immer noch. Ah, Moment mal. Deswegen, weil es immer noch an unseren Fuß hängt, können wir mit dem Dietrich das einfach abmachen? Okay. Wir sind die ganze Zeit mit diesen Ketten um unseren Füßen herumgerannt. Yay. Aber jetzt haben wir die Ketten so und jetzt machen wir es. So, bitteschön. Ja, der ist alles andere als begeistert. So, dann geben wir uns mal die Schlüssel. Okay. Wölfe hier draußen auf dem Mond? Naja, riesige Katzen. So, wir müssen zum Labor zum Labor zurück. Und da wir jetzt wissen, dass da... jetzt sind sie aufgetaucht. Ja. Und mit dem hier können wir ja das Ding rausfischen. So. Ah, den Eimer haben wir aber behalten. Das heißt, wir haben den ersten Schlüssel. Und wir kommen jetzt auch an das Ding ran. Wo war's? Hier war's. An den hier. Und den müssen wir irgendwie mit einem Betäubungsding machen. Ah. Und jetzt haben wir eine Schlafbanane, okay. Alles klar. Dann müssen wir den wahrscheinlich rauslocken mit dem Essen. Oder müssen wir einfach tatsächlich nur diese Schlafbombe reinwerfen. Ich weiß es noch nicht. Einfach die Schlafbombe reinwerfen. Banana? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, wir brauchen dieses Banana Grain Pie noch. Keine Ahnung, für was wir den brauchen dann. So, das ist das Letzte, was ich noch nachgeschaut habe.
Und zwar können wir mit dem Hammer anscheinend den einen Vogel bewusstlos hauen. Und er erzählt uns dann, wo die anderen Schlüssel sind. Aber mehr weiß ich dann auch nicht mehr. Also das ist alles, was ich nachgeschaut habe. So, schauen wir mal, ob das hier geht. So. Er schläft. Dann red mal mit uns. Wo ist denn... Wo findet man... Der war Karetzner. Kenetza. Ah, Beatrice. Okay, er sucht also sie. Was ist mit dieser Schwäche? Und er macht Elektrizität. Das ist natürlich schlecht. Er mag Pi? Da haben wir ja auch was. Das könnte noch wichtig sein. So, und wo hat er seine Schlüssel? In der Wall. In der Wand? Pretty Red Floor Room. In deinem Picture. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich sein Büro mit gemeint. Der war doch rötlich, glaube ich. Und hinter einem Bild findet man dann die Schlüssel. Schauen wir mal. Okay. Sonst wären wir nicht mehr reingekommen. Deswegen haben wir es gebraucht. Okay. Bild, Poster. Ist dahinter was? Ich glaube, ich habe sogar den richtigen gefunden. Hat er jetzt den Schlüssel rausgeholt? Jawohl, er hat den Schlüssel rausgeholt. Okay, so viele Bilder hat es ja auch gar nicht gegeben. So, jetzt wissen wir auch, wofür wir diesen Kuchen gebraucht haben. Alles klar. Und ich dachte, den brauchen wir, um den anderen dann irgendwie zu besiegen noch. Ach, da brauchen wir... Nee. Da haben wir ja das Haarwachsmittel. Jetzt schauen wir erstmal. Also, Schlüssel Nummer 1. Schlüssel Nummer 2. Und da haben wir den Detonite Crystal. Oh. Den kennen wir doch. Und eigentlich ist er also der Plan. Er benutzt für Hole Noir. Glaubt er jedenfalls. Mhm. Okay, und was machen wir da jetzt? Ah, ich verstehe. Der fängt an, uns, wie soll ich sagen, zu pritzeln. Aber es hieß doch mit dem mit so einem Kristall, den wir hier in dieser Basis kriegen, können wir, hat jedenfalls der Worm gesagt, die Dinger reflektieren. Geht das?
Ha! Au! Okay, wie wär's mit den Harmwuchsmitteln? Das ist ja seine Schwäche. Okay, das hat jedenfalls nicht geklappt. Was ist mit dem Feuerlöscher? Können wir da den Feuerlöscher umladen? Können wir. Dann können wir den doch jetzt so benutzen hier. Und Beatrice hat nichts abgekriegt? Auch nicht schlecht. Au. Komm, das haben wir so lange, das hat so lange gebraucht, bis wir das gemacht haben. Ja, die müssten ja jetzt mittlerweile frei sein. Das heißt, wir können mal mit denen reden. Wir können auch mal hier rübergehen. Geht das? Nee. Das heißt, an den Kristall kommen wir auch nicht mehr ran. Schade. Ja, dann würde ich sagen, reden wir mal beim nächsten Mal mit den ganzen Leuten, die nicht mehr unter Kontrolle stehen, und sehen mal, was dann passiert, wie es dann weitergeht. Das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.